Hallo, yo, yo. Und, ja, gut. Also, ich habe hier ein brillantes Outfit an, aber es ist ja egal. Ich entpacke mal wieder was. Eigentlich wollte ich zwei Sachen entpacken, aber das teile ich jetzt doch in zwei Videos auf. So bin ich. Kriege ich vielleicht drei Klicks mehr oder auch nicht. Oder mal schauen. Egal. Also, ich entpacke Teil 1 von 2 quasi. Dann wollen wir mal anfangen. Ich fange an mit diesem Ding hier. Das ist ein Amazon-Paket, wie man sieht. Wenn man genau hinschaut, wird man feststellen, das war schon mal offen, weil ich was checken musste. Egal, ich habe hier Yippie! Captain Future. Die Komplettbox. Yes. Was heißt yes? Also, gut, wer nicht gerade Ken heißt zufällig, der weiß ja, was Captain Future ist, nämlich eine Kultserie der frühen 80er, also entstanden Ende der 70er, ich weiß, aber bei uns lief es Anfang der 80er, glaube ich. Jedenfalls war ich sehr jung, ich habe es gesehen, ich habe es geliebt und war dann so doof, in Anführungszeichen zu kaufen, wie es auf DVD mal rauskam. Das hat unendlich teure Preise gezogen. Jetzt kommt es auf Blu-ray und nochmal auf DVD, aber ich nehme natürlich dann die Blu-ray, weil bei 40 Jahre alten Zeichentrickserien knapp ist es natürlich unheimlich wichtig, dass man die Blu-ray nimmt statt die DVD, aber mein Gott, macht man halt einfach. Ich habe mich entschieden, wie man unschwer erkennt, für die normale Version mit Folge 1 bis 40. Das ist die deutsche Fassung. Es gibt auch eine Collector's Edition bei Amazon. Die kostet aber mal 200 Euro. Und da ist dann drauf die komplette japanische Serie, die, wie man ja, wenn man sich ein bisschen mal schlau gemacht hat im Laufe der Jahre, länger ist, weil das ZDF hat das Ding bei uns zusammenschnippeln lassen, wir Weltmeister. Deswegen sind es auch nur 40 statt 52 Folgen. Und irgendwelche Übersetzungsfehler, die mich im Furz interessieren, weil. Heißt die eine Person halt anders wie die andere. Egal. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Also anders wie im Original. Das macht mir nichts. Das ist ja eine Kindheitserinnerung, logischerweise. Ja, also komplett japanisch. Aber auch ganz wichtig natürlich, wenn man aufgewachsen ist mit Captain Future, der deutsche Soundtrack von Christian Bruhn ist natürlich unfassbar gut. Und der ist natürlich ganz anders wie der japanische. Das weiß ich. Ich weiß allerdings nicht, wie der japanische jetzt klingt, weil ich zu faul war zu gucken auf YouTube oder sonst wo. Wird aber sicher nicht so gut sein. Zumindest soweit ich das mitbekommen habe, ist der irgendwie Jessica oder Jessica. Jetzt. Jedenfalls nicht das, was ich brauche. Ich will das Original, ich will Christian Bruhn. Die CD gibt es übrigens scheinbar aktuell nicht mehr zu kaufen. Mal wieder. Zumindest gibt es auf Amazon nicht gelistet. Kostet ein Heidengeld gebraucht, außer man hört es als MP3. Da kostet dann unter 10 Euro oder man hat Amazon Prime gehabt, dann kann man es umsonst streamen. Das ist natürlich sehr cool. Ich muss Ken mal fragen, ob er es jetzt endlich gemacht hat. Der kannte ja tatsächlich die Musik nicht. Das ist echt so bitter. Naja, wie auch immer. Also, jedenfalls in dieser Collector's Edition ist wohl auch noch ein Schreibblock und ein paar Postermotive. Und die sind so einer sechseckigen F-Packung, wie sein, so, die so aussieht wie, falls man es hier sieht. So sieht die Packung der Collector's Edition aus. Mir war es einfach zu teuer. Ich sehe es nicht ein. Also ich hätte sie gerne gehabt, aber mehr als das Doppelte ist einfach zu viel. Der Punkt ist auch, dieses Ding hier, auch ganz kurios irgendwie, ich habe geschaut. Ich habe es vorbestellt ewig und dann war irgendwann 96 Euro. 96 Euro ist auch sehr viel für das, finde ich. Aber das ging noch, weil ja die alten DVD-Boxen ein Schweinegeld auf eBay ziehen. Dann war irgendwie scheinbar ein Tag vor, also dann haben sie es verschickt. Dann war ein Tag lang das Ding für 80 Euro auf Amazon scheinbar gelistet, was ich nicht mitbekommen habe, bis ich dann die Kommentare gelesen habe drunter. Und dann, wie ich nicht geschaut habe, war sie bei 96. Auch geschaut heute, es ist ein paar Tage bevor ich das veröffentliche, bei Saturn und Mediamarkt kostet 96. Beim Müller scheint es billiger gewesen zu sein, aber im Müller Online Store ist es aktuell nicht bestellbar und da steht auch der Preis nicht mehr, nur demnächst wieder. Kann nur mutmaßen, dass Amazon gepricematcht hat, einen Tag lang, wie auch immer. Jedenfalls, ich habe inzwischen meine 16 zusätzlichen Euro zurückbekommen. Also für mich hat es jetzt gekostet 80 Euro. Das finde ich okay. 96, da wird es schon kritisch. Auch noch komisch, bei Amazon, so kam das Ding aus der Packung. Aber eigentlich hat das wohl auch einen Pappschuber. Es scheint wohl, also die Abbildung, die Produktabbildung lässt vermuten, dass es einen Pappschuber gibt. Und bei die Feste in den großen Läden, wo ich jetzt zu faul war hinzufallen, ich habe hier zwar einen Müller, der ist aber winzig klein und der wird das kaum da haben, da schaue ich nachher mal noch. Saturn und Mediamarkt ist zu weit weg, einfach mal zu schauen aus Neugier, vor allem, weil da kostet ja auch mehr. Also scheinbar gibt es ja auch mit einem Pappschuber, der ganz okay aussieht, aber das ist mir jetzt auch nicht entscheidend. Dann nehme ich lieber die 16 Euro billiger
Und wenn es bei Müller irgendwann mal noch käme, wer weiß, was es kostet. Ich könnte es natürlich nicht aufmachen und so. Aber ich finde es auch okay. Ich finde, Pappschuber sind mir meistens völlig egal. Demnach, wem es wichtig ist, Achtung, bei Amazon, wenn man bestellt, scheint man es keine Pappschuber zu geben. Ich entscheide mich jetzt für euch dafür, das Ding aufzumachen und zu riskieren, niemals einen Pappschuber zu haben. Gut, dann machen wir mal auf und schauen rein. Ich meine nicht, dass ich annehme, dass es jetzt unboxmäßig spektakulär viel zu zeigen geben wird. Ja, wie man sieht, das Ding hat vier CDs, ja schon, vier Blu-rays, komplett nur deutsch. Ob man es Wendecover nennen mag, glaube ich eher nicht. Hier gibt es halt nochmal Captain Future, ein hübsches Motiv. Übrigens, das Motiv der Audio-CD ist unfassbar hässlich und seine Proportionen der Leute ist, irgendwo stimmt es überhaupt nicht, aber die Musik halt. Und hier der Inhaltsplan und wie die Folgen halt auf Deutsch heißen. Wobei, das sind die Story-Arcs jeweils mit den Unterfolgen. Es sind nämlich bei uns meistens drei Folgen pro Story-Handlungsbogen, also. Einmal vier, im Original sind es glaube ich immer vier, deswegen... ich habe jetzt natürlich noch nicht geschaut. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Die Bildqualität ist, wie man es halt erwarten könnte für eine fast 40 Jahre alte Serie, also nicht zum aus dem Fenster springen begeisternd. Aber gut, man kann es anschauen, sagen wir es mal so, immerhin. Der Ton ist wohl ja, DTS HD Master Audio 2.0, was weiß ich. Die Originalsynchro wichtig, die Musik von Christian Brunn wichtig. Wenn mir jetzt gerade auffällt, das ist ja wohl ein schlechter Witz hier. Was hier drin ist. Hier. Ach, DVDs also, okay. Interessant, interessant. Ich hoffe mal, dass das Serien-Special wenigstens drauf ist. Sternstraße zum Ruhm. Wo soll das drauf sein? Ja, das ist drauf. Keine Ahnung, ob ich das schon mal gesehen habe. Ist ja natürlich ein guter Witz, dass die hier die Pressung vom Umschlag tatsächlich für die Blu-Rays und die CD gleich mal und das dann, das ist peinlich, meine liebe Leute. Wer macht das hier? Toy Animations sind die Original, wer verkauft es bei uns? Sehe ich jetzt hier gerade. Hier, Universum Film. Also das ist ein bisschen peinlich, würde ich mal sagen. Aber gut, ist ja egal. Extras sind natürlich, gibt es kaum, aber wen überrascht, ich habe es jetzt halt im Regal stehen und freue mich drüber, dass ich es habe. Das ist zugegeben, dafür ist es relativ teuer, aber es ist Captain Future. Jeder, der auch nur einigermaßen in meinem Alter ist, wird das zu schätzen wissen, dass es Captain Future ist, denke ich doch einmal. Kennen ist natürlich ein Banause, aber auch wichtig, wie wir im letzten Podcast, wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt, letzten Podcast gesagt haben und auch jemand kommentiert hat, der Dude, glaube ich, war es. Hallo Dude. Ab Anfang Januar läuft es auf RTL Nitro im Sonntag. Sonntags um 7 Uhr morgens wird es wiederholt. Also wer da früh aufstehen will oder einen Videorekorder programmieren will, der kann sich das Geld auch sparen. Unter Umständen. Jedenfalls Captain Future. Ich freue mich, dass ich es habe. Ihr habt es gesehen und deswegen bis zum nächsten Mal. Tschüss.